Okay, ich fahre jetzt an die Box. Ich habe 61%. Oh, ich habe nicht eingestellt, welche Reifen. Ja, fuck. Ja, jetzt ist vorbei. Ja, jetzt krieg ich. Natürlich. Ja, ich hab's vergessen. Jetzt krieg ich rot. Ah, das schaffst du nicht. Nee, nee, mit rot kann ich nicht durchfahren. Du musst du doppelrot machen. Ja, ist auch nicht so schlimm, weil ich ja besser fahre als die anderen, aber ich hab's vergessen. Du bist erst, also ich. Ja, ich werd schon schaffen. Ja. Ging ja vor allem. Doppelrot so kannst du noch gerade. Ging ja, ja vor allem. Nicht. Ah, wie war das Zuschauermenü? Ich bin ja immer noch Zweiter. Ich meine, die anderen fahren jetzt nur einmal in die Box, aber die fahren halt alle nochmal, ne? Und ich dann auch. Stimmt. Grosjean, Alter, was ist das hier für ein komisches... Wir haben halt wirklich... Die guten alle weg, ja. Wo sind die Red Bulls? Verstappen ist zum Glück nur auf Platz 8. Und Dingens, Ricardo? Ah, das ist echt ganz gut. Ricardo ist auf Platz 10. Ah. Also ich denke schon, dass auch Hamilton noch ein bisschen was kriegt. Aber Verstappen wird wahrscheinlich noch, oder? Warte, Telemetrie. Denke auch, dass Hamilton noch was kriegt, aber ist halt echt wenig. Boah, wärst du Zweiter? Nee, Verstappen stoppt nicht mehr. Van Dorn stoppt aber noch. Okay, also Verstappen wird wahrscheinlich so auf Platz 5. Nee, sogar auf Platz, also schafft mindestens Platz 4. Krass, du bist jetzt schon wieder Erster? Ja. Alter. Ja, bin als Zweiter rausgekommen. Ja. Grosjean war nur vor mir und ja, ist halt Grosjean, ne? Aber wenn du jetzt wieder an die Box gehen würdest, wärst du wieder Zweiter. Echt jetzt? Nach meinem Ding, ja. Oh, nach meinem auch. Lol. Ein paar fahren ja noch an die Box. Grosch, warte, muss mal gucken. Also ich soll es als Erster schaffen, aber wie gesagt, wenn du als Zweiter wärst, hätten wir noch eine realistische Chance. Ja, Grosjean fährt auch noch einmal an die Box. Wenn du Zweiter wärst, hätten wir eine realistische Chance auf die Konstrukteur des Meisterschaft-Dingens. Aber so ist natürlich, ja. Ich werde natürlich 25 Punkte wahrscheinlich holen. Und wenn Hamilton gar nichts holt, dann wäre es praktisch. Aber, ja. Es wird nicht reichen. Du kannst ja gerne mal ein bisschen rechnen, ja? Wenn du willst. Können wir auch außerhalb der Aufnahme machen, aber kannst du auch jetzt machen. Was? Ein bisschen rechnen kannst du, wenn du willst. Ach so. Können wir auch außerhalb machen, aber können wir auch jetzt machen, wenn du meinst. Nee, mache ich danach. Okay. Ich weiß jetzt nicht alles auswendig und so. Aber ein paar Bilder kannst du machen. Ja, in der Tat. Mit roten Reifen bin ich halt schneller. Das ist, bei mir ist es egal, bei dir wäre es wirklich ausschlaggebend gewesen. Weil du hättest dir dadurch einen Boxenstopp halt eingespart. Ja. Du hättest safe noch Punkte geschafft. Auch wenn du jetzt nicht Zweiter wärst, Punkte hättest du auf jeden Fall gekriegt. Die sind auch alle so dicht hintereinander. Ja. Also man hätte wirklich... Das ist so das Problem innerhalb bei Hamilton. Vielleicht kriegt er dadurch nur echt Punkte. Ja, er ist gerade Platz 13 und die sind halt alle wirklich nah. Ach, das ist doch kacke. Aber Bottas hast es gegeben. Das stimmt. Beim nächsten Rennen probieren wir das einmal auf jeden Fall. Oh, ich sehe, meine Facecam ist ausgegangen. Warum das denn? Fuck. Seit wann? Mann, ich bin so ein Profi, was die Facecam angeht. Jo, ich lass mal kurz den Bot fahren, da kenn ich nichts. So, Facecam wieder an. Keine Ahnung, was das war. Weiß nicht, was das soll. Aber, ja. Nächstes Rennen machen wir es auf jeden Fall, dass wir da direkt am Start bremsen. Ne? Also wir starten ganz, ganz kurz, geben wir Vollgas, damit wir nicht unsichtbar werden. Und dann direkt rein. Weil wir müssen sie wieder rauskicken, sonst bringt es alles nichts. Wenn sie Punkte holen, dann schaffen wir es nie im Leben. Auch so werden wir es wahrscheinlich nicht schaffen, aber... Wir probieren's. So, halt mich aber auf Laufenden, was mit den anderen Leuten ist. Kannst du hier gerne Kommentator machen. Hamilton ist jetzt auf Platz 10. Schon? Was? Und er fährt durch. Er fährt durch, was? Ja, ob. Er hat weiße Reifen. Oh Gott, nee.
Hamilton ist auf Platz 9. Der wird ordentlich Punkte holen wieder. Ja, der wird. Ach, fuck it. Kannst du der nicht kann's wegrammen? Bis auf Platz 2 schaffen. Der kann es echt bis auf Platz 2 schaffen. Die sind alle richtig nah. Von Platz 2 bis Platz. Wo ist er gerade? Auf der Strecke. 9. Achso, ne, das sehe ich nicht. Ich war da. Boah, keine Ahnung, wo das ist. Ich glaube, gleich Startziel oder so. Und wie viel ist er von mir entfernt? 36 Sekunden ist er von dir entfernt. Den kriege ich. Den hole ich mir jetzt sowas von. Aber nach hinten, ne? Also. Kannst du noch nicht überrunden. Ach. Der ist. Die Runden hier sind nicht so lange. Also wenn er 36 nach hinten, dann ist er auch ungefähr 40 nach vorne. Und wenn der da im. Der ist jetzt schon Platz 7. Der kann halt wirklich innerhalb von ganz wenigen Runden kann er bis auf Platz 2 vorfahren. Die sind alle direkt hintereinander. Alter, der wird Platz 2. Ich fass es nicht. Ich kann leider nichts anderes machen. Du hast ihn nicht gut genug getötet. Ja. Du hast deinen Job nicht genau gemacht. Genau. Ich hab damit uns getötet. Es ging nicht besser. Hamilton ist halt Hamilton. Wenn er aufgehalten wird. Du bist die bislang schnellste Runde des Rennens. Was fährt er so für Rundenzeiten? Das musst du mir vielleicht noch sagen, wenn er mal drüber fährt. Halt ihn mal im Auge und sag mal, wenn er drüber fährt und was er da fährt. Ja, sag ich dir gleich. Vielleicht kann ich ihn echt noch kriegen. Ich glaub's nicht, aber wir ich probier's. Haben fast den gesamten Benzinüberschuss verbrannt. Sind bald wieder am Planziel angelangt. Schalte möglichst bald den Motor runter. Wird gerade von Verstappen aufgehalten. Ist gut. Ich will ihn ja nur aufhalten. Ich glaube, muss ich an die Box und kann da jetzt nicht alles kaputt machen, aber. Er fährt 1,19. Okay. Und ist jetzt Platz 6. Ich habe dafür zu wenig Runden wahrscheinlich. In 10 Runden den zu holen, wenn ich auch nochmal an die Box muss. Also wenn ich ihn vorm Boxenstopp krieg, ja, aber so oder nicht. Ich bin halt jetzt Startziel, ne? Ey, den werde ich nicht kriegen. Okay, das Boxenstopp-Fenster hat sich geöffnet. Das Boxenstopp-Fenster ist jetzt offen. Den werde ich nicht kriegen. Ich war halt schon deutlich besser als er, aber. Das ist leider zu weit weg. Ich muss ihn echt, ich will einfach nur hin vor ihn und Ultra ausbremsen. Ultra. Ich komme jetzt auch ans Überrunden wieder. Das schmeckt. Sag, wenn er über Startziel fährt. Mach grad Bilder von dir. Okay. Ich glaube, er ist gerade übergefahren, ne? Wie viel der Platz ist er? 6. Du musst diese Runde reinkommen. Ich komm gar nichts, Alter, kann ja nichts. Komm, 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 das gibt's nicht, echt. Die Schwierigkeit müssen wir runterstellen. Oh, Ricciardo ist auf Platz 5. Was? Machen die ganzen Red Bulls denn da vorne? Ja, das sind halt die anderen können nicht fahren, das ist halt das. Alter, ist einfach gleich Platz 4, Lewis Hamilton. Oder gleich Platz 3. Holy. Ich werd's nicht mehr schaffen, glaube ich. Du müsstest so einen richtigen Massencrash machen. Ricciardo, Hamilton und Verstappen fahren alle hintereinander. Kannst du alle zusammen. Ja, wenn ich da wäre, aber ich komm nicht hin, das ist das Problem. Du musst langsamer werden einfach, so kommst du hin. Ja, dann riskiere ich, dass ich nicht Erster bleib. Ja. Wenn ich Gas gebe, riskiere ich, dass ich. Also dann bleibe ich Erster,
aber ich kann das irgendwie noch schaffen. Irgendwie. Nee, du musst vorher an die Box, bevor du dir einholst. Und ich fahre einfach gar nicht an die Box. Das schaffst du nicht. Ich glaube, wir hatten nur 25%. Wehrlein, Alter. Vorhin warst du noch vorne, was machst du jetzt wieder hier? Geh wieder vor und ramm die anderen. Ach, das ist so ärgerlich. Das ist tatsächlich. Wir haben wenigstens einen Mercedes raus, aber dafür müssten wir beide Punkte holen. Wenn der eine. Ja. Wenn jetzt. Ne, beide Mercedes dadurch raus, dann wäre es okay, aber. Ja, wenn der jetzt zwei Punkte holt, dann ist verkackt. Wenn er Zweiter wird. Ja, auch wenn er Dritter wird oder so. Dritter, Vierter, das ist genug Punkte, um zu scheitern. Hält dir niemand gerade auf? Oh, Hamilton ist Dritter. Fick dich. Jetzt kann ihn nur Ocon aufhalten und das macht er eh nicht. Letzte Runde für unser Boxenstoppfenster. Er sagt, letzte Runde fürs Boxenstopp-Fenster. Heißt das, ich kann da nicht mehr fahren, oder was? Ja, natürlich kannst du noch fahren, aber... Fahr einfach jetzt. Okay, ich habe eine neue Taktik. Ich fahre jetzt an die Box und bremse ihn dann einfach so aus. Ist ja schon dritter Platz. Ich habe einen Abstand gerade von einer Minute auf ihn. Mir würden noch 14 Sekunden fehlen oder so. Dann habe ich ihn. Aber das, wenn ich jetzt in die Box fahre, dann halt nicht mehr. Das Ding ist, wenn ich ihn ausbremse, dann muss halt jemand überholen. Denk dran, diese Runde an die Box. Und wer soll ihn überholen? Alle, die mich überholen, alle, die ihn überholen, die überholen auch mich. Aber du kriegst, jetzt ist er Platz 2. Wenn du ihn kaputt machst und er an die Box muss. Ja, kaputt machen, wie soll ich ihn kaputt machen? Ja, du musst ihn auf dich drauf fahren lassen einfach. Also Mann, nur, dass der Frontflügel abgeht. Noch gefehlt. Fertig, los jetzt. Leute, ich bin richtig traurig, geil. Soll ich warten, bis er kommt jetzt? Warte. Muss auf. Ja, einfach ein bisschen langsam fahren, ja. Das wird schon, das schaffst du. Ja, ich mach einfach mal. Weil wir haben eh nichts zu verlieren, also wenn ich jetzt, wenn ich es nicht schaffe, dann schaffe ich es halt nicht. Kannst du noch bessere Bilder machen. Ist nicht so eine harte Bewegungsunschärfe drin. Okay, Hamilton ist jetzt gerade Startziel. Ja, ich sehe ihn auf der Karte. Leute, was machen wir hier? Einfach mal Hashtag geil in die Kommentare. Was machen wir? Perez ist jetzt Dritter. Na, man kann ja mal schneller fahren. Guck mal, wie lahm ich fahre. Ich fahre nicht mal 100. Der kommt einfach nicht. Hallo! Muss aber schon schnell genug sein, damit er nicht einfach wirklich mit viel Tempo ist halt an dann dir nicht mal hier. Dann vorbeifährt. Ja, ich weiß. Ich schaff das so nicht, weil ich hab's ja beim ersten Mal schon nicht geschafft. Er fährt auf Mager. Doch, du musst ihn. Ich hab's bei Bottas auch wie geschafft. Wie hast du das denn gemacht? Gib mir einen Tipp. Ich war ziemlich langsam, mitten auf der Strecke und bin dann halt, als ich seinen Fall gesehen habe, ganz stark dahin gelenkt und hab Gas gegeben. Und dann ist er mir halt voll drauf gefahren und ich bin. Mich hat er halt auch mit wegkatapultiert. Guck mal, was ich gerade mache! Ich komm nicht drauf klar. Oh, jetzt kommt aber gleich, der kommt gleich. Der fährt jetzt gerade schon die Strecke hoch zur Stadtziel. Oh mein Gott, ich muss das.
Ich nehme doch auf, alles gut. Ja, aber meine Perspektive, Alter. Ist die besser? Statt zum Intervall beträgt 7,4 Sekunden. Na komm, na komm. 6 Sekunden. Da kommt er. Er ist auf derselben Geraden jetzt wie du. Ich weiß nicht, wann das geschehen soll mit dem Crash. Oh Gott. Das ist so spannend. Bei mir war es in der Kurve jetzt, wo du gerade bist. Hier war's. Ja. Ich krieg ihn aber nicht hier. Weil hier ist er zu langsam. Boah, der ist jetzt so nah an dir dran. Komm, komm, komm! Gib doch Stoff, Junge! Ja, dank's vor dir. Ich fahr einfach zu gut. Oder ramm ihn in die Bande, wenn er dich gleich auf Startziel überholen will. Einfach rechts rüber und. Mann, wie ist der denn so kacke? Nein! Komm, komm, komm! Nein! Oh. Nein. Er hat nix, ne? Doch, ich glaube, bei ihm ist auch was abgefallen. Da sind auf jeden Fall Mercedes-Teile. Warte, ich guck ihn mir an, den Wagen. Kameratyp. Was ist denn R1, Alter? Hinten die Schaltwippen da. Doch, sein Frontflügel ist auf jeden Fall kaputt. Der wird an die Box gehen. Bitte. Sag, wenn er an die Box geht. Ja, ich beobachte ihn. Mann, warum hat er mich auch gedreht? Jetzt muss ich die wieder alle aufholen. What the fuck? Was machen wir gerade echt? Ah, das sind 10 Sekunden, die du machen musst. Das ist okay. Oder ist dein Auto kaputt? Meins? Nee, ist gar nicht. Er okay. Nicht gegen die Bande. Gut. Er ist nach Boxenstopp Platz 11. Fährt er? Was gefährt? Ja, aber er fährt, meine ich. Achso, ja, er fährt. Aber ja, er wäre Box. Nach Boxenstopp. Achso, ja. Wahrscheinlich. Sein Auto ist halt voll kaputt. Also, der eine Frontflügel, die eine Seite ist komplett ab. Und er müsste gleich reinbiegen. Und komm schon, Luis. Ja, er geht einfach. Jawohl! Yes! Mission erfolgreich. Bitte überhol ihn alle. Das Ganze musst du jetzt noch mit Ricardo machen. Ich will jetzt erstmal wieder nach vorne kommen, bitte. Ich muss jetzt gucken, dass ich nach vorne komme. Okay, er ist jetzt gerade Platz 11. Platz 11 ist er. Okay, er wird aber auch locker nicht Platz 11. Da ist ein riesen Abstand. Ja, Platz 11 ist er okay. Was machen ja. Wir? Ey, wie oh, jetzt doch, er ist Platz 15. Er ist Platz 15. Oh. Platz 14. Platz 15, 16. Ja, weil der Boxenstopp lang gedauert hat, ne? Der normale hätte halt da mehr 11 gewesen, aber. Ja, jetzt ist er Platz 16. Ja, der kriegt keine Punkte mehr. Aber er hat 4 oder 5 Autos direkt vor Punkt sich. Mehr. Ich muss nur Erster werden. Das ist 33. Runde, stimmt. Das kann gut sein, dass. Okay, ja, du wie musst viel jetzt Erster ist der werden. Der Erste entfernt von mir. Warte. Hier bekommen halt Ultra die Lappenpunkte, ne? Palma, Alter. 6 Sekunden. Palma ist Fünfter. Leck mich doch am Arsch, Alter. Und wer. Oh, war das knapp, Alter. Wer ist Erster und Zweiter? Perez und Ricardo. Das ist halt doof, dass Ricardo halt. Boah, beide Force India. Wenn du ihn überholst. Gut, Alter. Ocon ist Dritter. Toll. Ja. Puh. Von dem müsste ich eigentlich weit genug weg sein, dass Leute, die mir nichts so mehr rammt man Mercedes weg. So kriegt man sie aus dem Feld. Dann holen wir halt gut auf, aber es bringt halt trotzdem nichts. Oh, Ricardo ist jetzt Platz 1, Alter. Okay, den kriege ich aber noch, hoffe ich. Ja. Er wird halt Zeit. Bin gleich wieder Platz 6 insgesamt. Muss gleich im nächsten Rennen Erster werden. Leute, das wird spannend. Da rechnen wir gleich schön für euch, was wir erreichen müssen, was die anderen erreichen dürfen. Und dann schauen wir mal, wie es dann am Ende vom nächsten Rennen ausschaut. Aber jetzt erstmal musst du auch Platz 1 werden. Das musst du jetzt auch erstmal schaffen. Viel Zeit bleibt mir nicht mehr. Ich darf halt keinen Fehler machen. Das ist so schwierig.
Hamilton. 2 Sekunden bist du noch. Hamilton ist noch auf Platz 16. Wir können nicht länger mit dieser Motoreinstellung fahren. Wir sind nur ungefähr eine Runde über Platz 16. Ich bin direkt hinter ihnen. Und du kannst jetzt beide überholen auf Startziel. Und Ricardo kannst du Break testen. Ich krieg sie beide nicht. Am Ende der Kurve. Ich krieg nicht mal Pedals, was soll der Scheiß? Junge Pedals. Gib mir auch einen Sack, Alter. Also Ricardo kann ich mal Break testen, das kann ich machen. Irgendwie einfach spät, beim Überholen spät. In der Kurve anbremsen und dann aber voll in die Eisen, sodass er dir drauf fährt. Oh, fuck it, Alter. Da, bei der Kurve kann. Ah. Was für ein Arsch, der fährt mir nicht drauf. Ja, ich weiß, weil du nicht abrupt abbremst, sondern einfach generell nur langsam fährst, deswegen. Ist er mit aufgefahren? Jetzt hat er. Nee. Nimmst du eigentlich immer noch auf? Nee, das nehme ich gerade nicht jetzt auf. Jetzt ist er drauf, ne? Nee, der ist nicht drauf gefahren. Also sein Auto ist noch aber komplett heile. Sah so aus. Jo! Ja! Perez! Du scheiß Arsch, Alter! War natürlich eher weniger schlau. Ja, du hast gesagt, soll ich wegmachen! Ja! Aber nicht so! Das ist doch einmal schon schief gegangen. Mann, jetzt muss ich alle wieder aufholen, Alter. Frontflügel ist auch geschädigt. Alter, jetzt bist du Platz 10. Das ist letzte Runde. Frontflügel ist auch geschädigt. Oh, fuck. Das war natürlich absolut eine schlaue Aktion von dir. Danke. Ja, ich habe gehofft, dass er wirklich drauf fährt. Aber er ist dadurch jetzt nicht mehr Platz 2. Er ist nur noch Platz 3. Wow. Ich bin nicht mehr Platz 1, ich bin Platz 10. Gut, das heißt, wir können es jetzt nicht mehr schaffen. Wir müssen nicht mehr rechnen. Hey. Ja, gar nicht mehr, echt nicht. Nee, wir können es jetzt gar nicht mehr schaffen. Das ist natürlich suboptimal jetzt, ne? Ach Leute, was mache ich denn hier? Ich wollte dir doch nur helfen. Ich hätte ja safe einfach Gas geben können und das alles fahren können. Als Erster. Aber dann hättest halt niemals dann Platz 4 geschafft. Leute! Hä? Oh, ich habe kein Benzin mehr. Ja, das ist jetzt eh egal. Keine ich hatte aus Versehen nur auf Fett gestellt. Ja! Und der Jubel richtig. Oh Mann. Ja, es wäre jetzt ja eh egal. Du hast gesagt, wir schaffen es nicht mehr. Wir können nur 43 Punkte aufholen. Das war dumm, dass ich per Ricardo da nochmal wegrammen wollte. Ja, wie gesagt, ich hätte es als Erster fahren können. Aber ich dachte, Ricardo kriege ich damit auch noch raus. Vor allem, das ist eigentlich voll lächerlich, ne? Weil ich hätte Ricciardo ja schon nach hinten geschubst und wäre einfach weitergefahren. Aber Perez ist bei mir in die Seite reingefahren. Also eigentlich dürfte Perez hier gar nicht gewinnen. Das ist Betrug gewesen hier. Das sehe ich gar nicht ein. Oh Mann, was habe ich getan? Aber bei dem Mercedes haben wir weggekickt. Das ist das Beste. Hamilton. Immerhin überholt dich Hamilton jetzt nicht dadurch. Schade. Mann, ey. Aber die Rangliste sieht so aus, ich bin jetzt nur noch Platz 6. 13 Punkte Abstand auf Platz 4. Ich kann es noch schaffen. Ich wollte es nur für dich tun, ganz ehrlich. Ich sag's jetzt ganz ehrlich. Das Konstrukteur ist halt sowieso schwierig, ne? Fuck it. Ja, das ist doof. Nun gut. Aber, Leute, ich kann Platz 4 noch schaffen. Ist ja und egal. Mike kann Platz 1 noch verlieren. Ganz am Anfang, also, das letzte Rennen kann noch spannend werden. Aber ich habe es ganz am Anfang des Rennens schon gesagt. Also,
Wir haben schon F1 2018 gestartet und das ist echt komplett egal eigentlich, was wir gerade machen. Also nicht komplett egal, wir wollen das natürlich schon normal fertig fahren hier, aber ja, das ist so nicht mehr ganz so wichtig. Na gut, nächstes Rennen wird auch crazy. Da werden wir probieren, direkt abzubremsen. Und ja, haut rein, bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.